Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Melly's Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Heute nehme ich tatsächlich mal ein ungewöhnliches Papier für mich, ein heißgepresstes Papier von Hannemühle Britannia 300 Gramm. Und das ist immer ein sehr glattes Papier, total smoothy, da gibt es keine Wellen und Dellen drauf. Ich habe mir das hier aufgeklebt und jetzt geht das heute einfach los, eine kleine Farbspielerei. Einfach noch mal ein bisschen rumtoben mit Farben, sich ausleben, laufen lassen, gucken. Das Video läuft ein bisschen schneller als normal, als ich es gedreht habe natürlich, damit euch die Zeit nicht zu lang wird. Und dann würde ich doch sagen, ihr schaut erst einmal und wir hören uns später noch mal. Nun ist das Ganze gut getrocknet und jetzt fange ich einfach an und da waren so ein paar von diesen Wasserflecken, die ich gesetzt hatte und die haben mir hier die Idee gegeben, das so ein bisschen wie eine Art Kieselstein-Geschichte zu gestalten, also so ein paar eckige Umrandungen zu setzen und damit arbeite ich jetzt erstmal auf den dunklen Flächen mit einem weißen Stift und nachher in die weißen Flächen hinein noch mit einem Bleistift, mit einem dünnen.
Ja, und dann hat mir ein bisschen noch was gefehlt, ein bisschen Pep, ein bisschen Glitzer. Und hier schnappe ich mir mein Gold von Victoria von VH Aquarell. Dieses Gold hat die Nummer 203. Ist ein richtig schöner, warmer Goldton. Und den wende ich jetzt an und setze hier in diese Steinmosaikfelder einfach jetzt nochmal ein wenig Gold hinein. Und dann kriegt das jetzt gerade so richtig schön sein. Also das sieht hinterher richtig toll aus. Ich bin da ganz begeistert am Ende, wie schön sich das macht. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, dann schaut doch erstmal noch ein bisschen in Ruhe zu. Ja, zu guter Letzt hat mir noch ein bisschen was gefehlt und jetzt setze ich an so manchen Kanten entlang und an so manchen Farbfeldern einfach nur mal meine geliebten kleinen Pünktchenlinien. Manchmal ein bisschen größere, manchmal ein bisschen kleinere und die sind im Grunde erstmal eher unscheinbar. Aber die machen da noch was mit. Die machen irgendwie das ganze Bild ein bisschen interessanter. Und so arbeite ich mich da jetzt noch mit durch bis zum Ende des Videos. Und ja. Ja, mein Bild ist jetzt soweit fertig, dass es mir gefallen hat. Jetzt löse ich hier noch das Klebeband mit dem Föhn und trotz des Föhnes reißt mir gleich an einer Ecke ein bisschen Papier ab, aber keine Bange. Jetzt da unten reißt es mir gleich, keine Bange. Das kann man noch reparieren. Mit einem Prittstift sieht man nachher überhaupt nicht, wenn man das wieder ein bisschen fixiert, das Papier. Also wie ich immer sage, nehmt immer den Föhn zu Hilfe und selbst dann, das liegt wahrscheinlich an dieser Art von Papier. Das ist ja nun ein heiß gepresstes Papier gewesen, sehr glatte Oberfläche und ja, da ist das jetzt mir trotzdem passiert. Okay, ansonsten hoffe ich, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Melanie.